unser Song für Kiew. Levina hat gewonnen, Levina hat gewonnen. Ein bisschen unvorteilhaft für mich, weil du ja ziemlich groß bist. Das sind ja jetzt nur die Schuhe, die ja, machen es noch ein bisschen größer. Die verbiete ich dir in Zukunft, wenn ich dich dann begleite nach Kiew. So, dann würde ich sagen, jetzt muss die Künstlerin sich erstmal ein bisschen entspannen. Das warst du? Ja. Kannst du das schon realisieren? Nee. Nee, ne? Glaube ich dir. Vor allem jetzt. Ja, ich bin müde. Weil ich natürlich gestern noch schön gefeiert habe mit meinen Freunden und mit meiner Familie. Also ich habe jetzt so 2 Stunden Schlaf gehabt. Hi! Herzlichen Glückwunsch, dass Sie einmal gucken. Alles Gute. Doch, dann ein Songstückchen. Ja, Perfect Live, das ist die Nummer, mit der du nach Kiew fährst. Fühlst du dich wohl mit dem Song? Hättest du das auch so gewünscht? Ja, also ich fand beide Songs echt gut. Wildfire war ja eher so eine Powerballade. Bereit, Lina? Ja. Also ich fühle mich eigentlich ziemlich gut, abgesehen von der Müdigkeit. Bin ich heute aufgewacht und dachte mir nur so, krass ist das, gestern war das wirklich alles, ist das alles so passiert. Und ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen damit zu tun, das alles zu realisieren. Es geht heute um Sie, heute Abend, unter anderem. Und ich würde mich sehr freuen, oder wir würden uns freuen, oder? Ja, ja, über was? Naja, wenn die Leute heute Bettina und Bommes gucken würden. Auf jeden Fall, ja. Da sind wir beide dabei. Herzlich willkommen bei Bettina und Bommes. Wir haben tolle Gäste. Ich fange mal direkt an, Sie vorzustellen. Hier sind 2 Personen, die sind im Siegestaumel seit gestern Abend. 2 Stunden Schlaf. Levina ist unsere Kandidatin für Kiew und ihr ESC-Partner ist der Bürger Lars Dietrich. Herzlich willkommen. Hat's Spaß gemacht, mal ganz platt. Total, ja. Klar. Es hat unglaublich Spaß gemacht und auch, also man hat sich ja, wir haben ja schon seit Montag. Wie war es jetzt im Nachhinein? Mir hat es total gut gefallen. Ich muss sagen, es war echt total interessant. Ich habe den allen richtig gerne zugehört auch. Ich komischerweise und, auch. Ja, und es war irgendwie so gemütlich auch. Man hat sich wirklich gefühlt, als würde man so auf einem Zweisitzer. Ja, genau. Man hat sich richtig gefühlt wie in so einem Wohnzimmer und macht jetzt gerade, unterhält sich mal. Und so machen wir es jetzt auch immer weiter. So, ja, los, ab zur nächsten Station.